alle Gras. Was? Sprich lauter! Ich kann dich nicht hören! Sermani, was? Ah, Sermani-Eier! Sehe ich wie ein Eierverkäufer für dich? Geh zu der verrückten Frau! Geh einfach den Hügel hinauf, raus aus dem Dorf. Dort wirst du sie finden. Zack! Diese Jugend heutzutage! Immer beschäftigt mit nutzlosen Dingen. Besessen von ihrem Telefon. Und nun Mambo Jumbo, nichts Nonsens, nutzloses. Nachdem ich mit den Einheimischen gesprochen... Einheimisch, das klingt so böse eigentlich. Nachdem ich mit den Einheimischen gesprochen habe, verbinden die Semani-Eier mit der crazy, mit der verrückten alten Frau, die auf dem, oben auf dem Hügel lebt. Ich muss sie finden und hoffentlich, kann ich ein paar Informationen finden. Ja. Was haben wir hier? Okay. Awas nyasar, Neng. Wunderbar. Der Wald oben auf dem Hügel wird keine Außenseiter am Leben lassen. Besonders solche Vorlauten, die keinen Respekt gegenüber dem Tabu zeigen. Danke für die Warnung. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja, du, ich habe schon Schlimmeres hinter mir. Außerdem ist ja noch Tag. Bleib einfach auf dem Weg. Auf dem Weg nach Latania City. Hieß es nicht, dass irgendwelche Blumen dort wachsen, wo Geister sind? Gab's da nicht hier was? Nun. Rechts oder links? Okay, hier ist hier wurde gespeichert. Oh lol, das ist ein fucking Labyrinth, ne? Und ich wette, wenn wir rauskommen, ist es dunkel. Es wird jetzt schon, es dämmert jetzt schon. Oh, mir dämmert's, ey. Ich hätte auf den Typen hören sollen, weißt du? Ich hätte eine Kettensäge mitnehmen sollen. Mit der hätte ich mich hier durchschneiden können. Problem ist, ich merke, ich werde müde. Es ist dann doch ein bisschen spät, möchte ich meinen. Ja, okay.
hab grad einen Sprung. Den Sprung hat man richtig gerade gesehen, wie das einmal so gejumpt ist. Oh Gott. Okay, dann muss ich hier lang. Ne, die Frau ist auf dem Hügel oben drauf. Ach, wie schön. Nicht denn? Ne, kann ich nicht. Oh, ein Schrein. Das ist, gut, denke ich. Ist der Typ da freundlich? Er ist ein Tourist. Komm mal hier. Dem kann ich sprechen. Ja, das ist, sieht nach Vandalismus aus, ne? Dieser Campingplatz wurde vor Jahren verlassen. Alles wegen unerklärlichen Unfällen, in denen einige Camper involviert waren. Ein paar Überlebende meinten, dass sie von etwas verfolgt und fehlgeleitet von einigen seltsamen Figuren waren. Einheimische sagen, dass sie ein Tabu gebrochen haben. Ich persönlich glaube nicht an solche Sachen. Aber als Ranger, muss ich ihren Glauben respektieren. Ja. Ich gehe soweit ich kann außerhalb. Wurde gerade gespeichert. Egal. Egal wie müde ich gerade bin. Hab gerade überlegt, die Aufnahme zu beenden, aber ich möchte dann doch fortführen. Hä? Hä? Wer bist du? Was willst du? Semania, ja? Ja, ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch übersetzen kann. Ich habe einst Semani-Hühner gezüchtet und deren Eier verkauft. Aber nun habe ich aufgehört, sie zu verkaufen. Was? Diese Leute sagten, dass ich eine verrückte alte Lady bin? Diese fanatischen People sind nur neidisch. I've made a fortune. Nur neidisch darauf, dass ich Glück hatte, sie zu verkaufen. Warum fragst du über diese Eier? Warte. Dein Gesicht? Bist du? Preise den Allmächtigen. Du lebst. Ich bin's, Miss Linda.
Nini Tetti. Mein, sorg dich nicht, meine Liebe. Ich kenne dein müdes und verwirrtes Gesicht. Ich kenne das müde und verwirrte Gesicht von dir. Du brauchst einfach nur, musst dich einfach nur ausruhen. Komm, folg mir zu meinem Haus. Es ist nicht weit von hier. Ob das so schlau ist, mit so einer alten Dame mitzugehen? Ja. Armes Kind, ne? Wahrscheinlich, ach scheiße, ich konnte nicht richtig rechtzeitig lesen. Mach dir keine Sorgen, wir sind fast da. Komm rein. Das sind so, es gibt so viele Dinge, die ich dir erzählen will. Ich habe als deine Nanny gearbeitet. Ah, du bist, du warst zu jung, um dich daran zu erinnern. Oh, Mann. Du bist so schön, wie deine Mutter einst war. Deswegen habe ich dich erkannt. Ich traue ihr nicht. Traue ihr einfach nicht. Ich kann da nicht hin. Oh Gott. Du siehst müde aus. Warum schläfst du nicht etwas? Wir reden später. Und oh. Ich habe fast die Eier vergessen, die du erwähnt hast. Ich werde nach denen sehen, während du schläfst. Nun, let's call it a day. Keine Ahnung, wie ich das jetzt übersetzen kann. Du kannst in meinem Raum schlafen. Keine Sorge, meine Liebe. Ein oder zwei Insektenbisse werden dich nicht töten. Der Tag wird langsam dunkel, Nini Tetti bat mich zu ruhen. Ja, es ist eine gute Idee. I need to sleep after that. Ich muss nach dieser langen Reise schlafen. Des Weiteren hat sie mir versprochen, mir zu erzählen, was mit meiner Familie ein paar Jahre zuvor passiert ist. Ich hoffe, about she's getting to tell me will answer any questions about me. Ich hoffe, dass alles, was sie mir erzählen kann, mir Antworten auf meine Fragen über mich selbst bringen. Ja. Oh Gott, ich hab echt. Hauptsache, sie schläft mit Licht an.